Willkommen zurück und wir haben immer noch Beef auf dem Belgard-Weingut, den wir natürlich beheben wollen. Diesen Beef. Drei Probleme gibt es noch. Ja, die sind alle sonst wo. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die hier unten, da muss ich eh nochmal hin. Kann ich auch noch in der Trastamara-Jagdhütte vorbei und von Marlene den Rest einsammeln. Die hatte ja da noch was im Keller liegen. Run, Roach. Oh, was ist da hinten? Zwei Gipfel. Jetzt dachte ich, ich wäre hier schon am Ziel, aber hier war ich, glaube ich, schon mal. Da, wo es so qualmt, da muss ich hin. Ah, das sieht doch auch wieder nach einem Banditenlager aus. Schauen wir mal. Personen in Not. Naja, genau. Menschliche Gegner. Erstaunlich, wie schnell hier das Blut die Klamotten besudelt. I thank you, sir. Were it not for you, well, those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude, but I must first return to my workshop in Belgard. Kannst du ja machen. Oh, wir treffen uns. Drop by when I'm in the area. Das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Okay. Hätten wir das geklärt, dann fahren wir hier noch vorbei. Und dann fahren wir hier noch vorbei. Eine kleine Rundreise. Und dann müsste ich langsam mal mit dieser Ecke durch sein. Hoffentlich. Schauen wir mal. Achso, da lohnt sich Plätze wahrscheinlich gar nicht für die paar Meter. Aber wenn sie schon mal da ist. Hallo. Come on, Roach. Oh, was sind denn das für welche da oben? Aha, die kenne ich ja gar nicht. Ja, vielleicht doch mal speichern. Was sind das für Typen? Garkin.
Ui. Okay. Der Garkin sieht aus, als wäre er ein Bossgegner, den ich eigentlich erst bei einer Monsterjagd erledige. Aber macht ja nichts. Mal schauen, ob ich ihn irgendwie dezent bekomme. Ui, ja. Wird Geralt gleich ganz benommen. Au! Au! Kannst du vielleicht mal zuschlagen? So, du lieber Gott. Was waren das denn für welche? Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen leiser machen. Schalt hier voll ins Mikro rein. Ich spiele ohne Kopfhörer, weil es draußen ungefähr 400 Grad hat. Aha, Vampirblut. Ist das doch eine Vampirsorte? Professor Noel Ivors Tagebuch. Haben wir von dem nicht sogar schon mal gehört? Chaotisch geführtes Tagebuch voller Flecken, Kleckse und unverständlichem Gekritzel. Die Einträge sind ohne Datum. Jeden Tag bereue ich, was ich damals gesagt habe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Natürlich habe ich nicht eingewilligt, ihr Assistent zu werden. Pfui Teufel, niederträchtiger Ehrgeiz. Oh, Isabel, vergib mir. Ach, das war der wieder. Genug der Untätigkeit, ich breche nach Beauclair auf. Wenn du noch lebst, Isabel, falle ich vor dir auf die Knie und flehe dich um Verzeihung an. Und wenn es dich nicht mehr gibt, genug von diesem jämmerlichen Selbstmitleid, an die Arbeit. Ich habe die talentiertesten und fleißigsten Studenten ausgewählt und den klugen Philip Borrod habe ich zu meinem persönlichen Assistenten ernannt. Das Büro der Akademie hat den Plan unserer Expedition angenommen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Ausrüstung abholen und dann geht's los. Unfassbar. Philip besaß die Dreistigkeit, mich darauf hinzuweisen, dass das Verzehren von Eiersalatbrötchen beim Reisen in geschlossenen Kutschen von schlechten Manieren zeugt. Was für eine Arroganz. Und ich habe ihn vor allen Assistenten gelobt. Einen schlechteren Start für unsere achtwöchige Reise hätte es nicht geben können. Einige Seiten hängen doch eine klebrige Substanz zusammen. Mayonnaise, mehr kennen wir ja schon. Wir sind angekommen. Ich habe Angst, die Ruinen zu betreten. Ich habe Angst vor dem, was ich dort finde. Ich glaube, mir fehlt die Stärke, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Dieser unverschämte Emporkömmling Philip Borrod macht mich noch ganz verrückt. Wie kann er es wagen, mich vor den anderen Mitgliedern der Expedition zu beleidigen? Er weiß nicht, wer meine geliebte Isabel war, was sie mir bedeutet. Ich will nicht, ich ertrage die Wahrheit nicht. Ich bin los, alleine, denn niemand soll sehen, wenn ich, wie ich... Ich werde damit beginnen, die Ruinen des Tempels am Fluss zu durchsuchen. Die sind ja hübsch. Hier nochmal in die Jagdhütte. Das war schon der von Marlene, der wo der Wicht drin war, oder? Oder täusche ich mich? Run, Roach. Heißt die überhaupt Marlene? Ich weiß es doch auch nicht. Was habe ich denn jetzt aktiviert? War das hier? Oder war das was anderes? Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ach genau, ja, hier hingen die ganze Zeit die Löffel. Ja, das ist schon das Richtige. Und da muss ich irgendwie in den Keller gucken mal. Ja, jetzt bin ich natürlich genau falsch gelaufen.
Hier war ja dieses Dinner, nicht wahr? Genau. Aber das war ja noch nicht alles. Worte der Weisheit zu Monsterflüchen. Monsterflüche und ihre Beschreibung. Einführung. Flüche, die Mitmenschen in Monster verwandeln, gibt es seit Anbeginn der Zeit. Ihre Ursprünge sind so vielfältig wie ihre Wirkungen. Meistens wird der Fluch von Magiern oder Zauberinnen gewirkt. Er verwandelt das Subjekt. Das geschieht nicht immer sofort. Manchmal verwandelt sich die verfluchte Person auch allmählich. Es kommt auch vor, dass der Fluch von einem normalen Mitmenschen gewirkt wird, dessen Gewissen rein ist und der gute Taten getan hat. Eine solche Person kann mächtig sein und jene verfluchen, die ihr Übles tun. Solche Flüche sind stark und nicht einfach aufzuheben. Flüche, die menschliches Elend rächen, sind meist langwierig und leidvoll. I wanna look around some. Aha. Da brauche ich einen Schlüssel, den habe ich noch nicht. Nothing interesting here. This one's full too. Irgendeins von den Fässern ist hol. Ich denke mal, da ist der Schlüssel dann drin. Full. Nothing interesting here. This one's full too. Full. Könnte sie es natürlich auch gemütlich machen mit dem ganzen Wein. Nothing interesting here. This one's full too. Strange. Aha. That's awful pretty. It'll look great in the house. Okay, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie ich hier die Tür aufkriegen soll, weil den Schlüssel habe ich trotzdem nicht bekommen von ihr. Wo könnte sie den versteckt haben? Und nur für ein bisschen Deko und Geld, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Naja, vielleicht weiß ja einer von euch, wo dieser Schlüssel ist. Es sei denn, ich komme von der anderen Seite daran. Denn hier ist ja auch nochmal ein Fragezeichen. Vielleicht ist das ja der Geheimeingang. Der Schatz und von wem bewacht? Neblinge. Wie kommt man denen denn noch bei? War das nicht mit Irden auch?
Da ist auch ein Wagen hops gegangen. Smeagol Circus. Ich habe ihn verloren, mein Liebling. Jemand hat ihn mir gestohlen. Meinen Schatz, meinen Löffel. Diese Kreatur aus dem Karoberta-Wald. Sie muss es gewesen sein. Macht es nicht mit dieser Stimme weiter. Die Hilfskraft berichtet, dass in der Stadt überall von vermissten Löffeln die Rede ist. Und das schon eine ganze Weile. Da diese Kreatur in ganz Beauclair gestohlen hat und von unserer tapferen Wache nicht gefasst wurde, bedeutet das, dass sie klug sein muss. Vielmehr gerissen. Und jeder, der klug ist, lässt mit sich reden. Besonders wenn es um Geld geht. Also habe ich meinen Juwelier Martinberg gebeten, einen Löffel aus reinem Gold anzufertigen, den ich dann in den Karoberta-Wald mitnehme, nach dem Monster suche und ihm einen Tausch vorschlage. Einen Löffel aus Gold für meinen kostbarsten Löffel. Ja, das ist dann jetzt auch wieder das Zitat mit dem Holzhammer Smeagol Circus, aber bitteschön. Jeder wie er will. Gut, dann wären wir jetzt, glaube ich, in der Ecke tatsächlich mal durch. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Aber dann machen wir jetzt hier weiter. Wenn ich den Schlüssel für dieses Trastamara-Gut für den Keller noch finde, kann ich da nochmal vorbeigucken, aber auch nur dann, wenn es sich lohnt. Weil man kann sich ja noch so den perfekten Run für dieses Spiel wünschen. Oh wow. Haha, man wird aber auch immer wieder mit solchen Szenen belohnt. Ist das nicht hübsch? Irgendwas bleibt immer offen. Überlege gerade ernsthaft, ob ich nicht ein New Game Plus starte, wenn ich hiermit durch bin, dann allerdings off-air. Also das tue ich euch dann nicht nochmal an. Komplettes neues Let's Play. Damn, you're ugly. Und doch etwas albern. Oh, ein Monsterbest. Okay. Die arme Plätze. Plätze. Mein Gott. Dieses Pferd, ey. Giant Centipede Spawning Ground. Should destroy it. Gut, dann war es nur noch ein Problem. Noch ein Problem. Und das ist auch nicht mehr weit weg. Let's go! Und dann können die Belgarder endlich mal ihren Wein hier keltern. Man will die ganze Zeit Belgarder sagen, ne? Come on, Belgard, Nilfgard. Milfgard. Ui, was sind denn das? Neuer Gegnertyp. Den würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis denn.